Quarters hier. Ja. So, jetzt haben wir hier das den Raum fertig. Jetzt kann ich hier eine Tür platzieren. Kann hier ein Bett platzieren. Kabinett. Eine Chest. Destro. Ja, das ist eine Statue gewesen. Ja, Entschuldigung. Statue muss erst noch gebaut werden. Okay. Aber ich kann Displays hinpacken. Ich kann ein Armor-Stand hinpacken. Ich kann ein Weapon-Rack hinpacken. Also gehe ich mal hier hin. New Task. Brauche ich ein Table? Ups, das wollte ich nicht. Ein Throne und eine Statue. Oh, und die Vision ist weg. Yay. So, dann. Das Bedroom weisen wir jetzt unserem General zu. Schnappen wir uns dieses Bedroom und weisen das einem unserer Ärzte zu. So. Da gucken wir mal Nobles. Meager Study und No Dining Room. Aber Grand Bedroom hat er jetzt. Wie sieht's mit den anderen Sachen aus? So, jetzt ist die Frage, wenn ich hier noch ein. Achso, da brauche ich erst den Tisch und den Stuhl. Table. Chair. Und die Statue. Ist noch nicht fertig, okay. Machen wir erstmal noch die Statue fertig. Kann das sein, weil die Wände vielleicht bei den Dingern nicht.
Bad rejected already in use, huh? So, wie sieht das jetzt aus? Jetzt hat er auf einmal ein Great Bedroom. So, wenn ich jetzt ein Office... mache und das auch ihm zuweise. Löpp, dann rutscht das auf einmal ab. Okay, wir müssen das tatsächlich anders machen. Weil ich kann das nicht mehr alles als 1. Overlapping mögen sie halt nicht mehr. Bedroom Multi. Human Caravan has arrived. Okay, dann lassen wir die mal rein. Und da stürzt das Spiel ab. Okay. Das ist jetzt nicht so toll. Okay, da sind wir wieder. Wir haben nur das Problem. Das heißt, was wir jetzt gerade gemacht haben, weg ist. Also, wenn ich wieder lade, sind wir wieder genau da, wo wir angefangen haben. Gut, wir müssen rauszoomen. Rauszoomen möchte ich bitte. Das war jetzt zu viel. Also ja, alles ist weg. Die Invasion ist wieder da. Na gut, machen wir die noch ungefähr 10 Minuten für diese Aufnahmesession, um alles wieder reinzuholen. Aber wir wissen schon mal, dass wir hier was mit denen... Räumen hier machen können.
So, dich weisen wir mal Bone Ladder zu. Und dich weisen wir unserem Baron zu. Das heißt, wenn wir jetzt gucken, haben die wenigstens Great Bedrooms. Der Baron hat sogar ein Grand Bedroom. Also ein Bett. Dann lassen wir ihn erst einmal die Sachen hier fertig machen. So. Das heißt, wir müssen noch gucken, dass wir für die Esszimmer und Studies auf der anderen Seite wahrscheinlich am besten einrichten. Also wie würde das aussehen? Ja. So würde das irgendwie komisch aussehen. Vor allem wäre nicht viel Platz da drin. Okay, das müssen wir uns bis zum nächsten Mal noch überlegen. Ihr könnt auch einfach hier Wände und eine Tür einziehen und sozusagen hier die Studies machen und die Esszimmer privat machen. Mal gucken, klappt das? Klappt. Ändert das schon mal was hier drin?
Nee, immer noch Great und Grand. So, dann gucken wir mal. Flupp, die beiden mal wegmachen. Dann, so. Du für den Bone Ladder. Du für die Baroness. So. Hier können wir zwei Offices erstellen, die auch nicht overlappen. Du für Bone Ladder und du für Baroness. So, was sagen die dann? Ja, passt schon mal. Das heißt, wir bauen auch hier mal eine neue Wand ein. Außer hier. So. Und die Statuen kann ich abreißen oder die Dinger reintun. Dann kriegen die nämlich auch Decent Studies. Bessere Studies wahrscheinlich. Sobald die Statuen wieder hier abgestellt wurden. So. So, jetzt detailen wir das Ganze noch ein bisschen. So, wie sieht's jetzt aus mit den Studies? Immer noch decent, aber ist okay soweit. Gut, ich würde sagen, wir machen hier jetzt aber erstmal einen Cut und machen danach alles nochmal, was wir so in der letzten Zeit in der Aufnahmesession gemacht haben. Also, Save and Return to Title. Ist das erste Mal, dass das Spiel abgestürzt ist, aber naja, kann passieren.
ist halt Dwarf Fortress. Ich bin nur froh, dass das mit der Aufnahme richtig geklappt hat. So. Also. Bis gleich.